Guten Tag bei diesem neuen Blick ins Labor. Wir werden heute versuchen, bei höheren Frequenzen zwei oder drei Kabel miteinander zu vergleichen. Und zwar habe ich hier 10 GHz als Referenzfrequenz und dann werden wir drei Kabel miteinander vergleichen, damit man sieht, welche Dämpfungseigenschaften diese Kabel hat. Ich werde ein Superflex hier, ein hochwertiges Superflex-Kabel halt auf diese Art, so kann man sehen, jawohl, ein Superflex 104 PEA. Dann werde ich ein H155 Kabel nehmen, H155, hochwertiges Koaxialkabel, alles mit Endstecker, und am Schluss werde ich dann doch noch als Vergleich ein gutes BNC-Kabel, RG58, mit BNC-Stecker als Vergleich heranziehen. Nicht ganz fair, weil im Prinzip sind BNC-Stecker und solche Kabel eigentlich bis 3 GHz maximal tauglich, eher weniger. Aber es ist interessant zu sehen, wie sich das in Datenwahrheit verhält. Messen und vergleichen werden wir dies mit diesem thermischen Messkopf hier. Ah, richtig um, damit man auch lesen kann, was wir machen. Thermischen Messkopf, der bis 18 GHz geht, also für unsere 10 GHz, die ich maximal hier eigentlich einstellen kann mit meinen Mitteln, sollte das allemal reichen. Wir sehen hier nun die Ausgangsleistung ohne zwischengeschaltetes Kabel. Mit allen Steckern und Verbindungskabeln haben wir einen Verlust von minus 6 dB. Das ist die Ausgangsleistung von diesen 10 GHz. Damit wir da nichts falsch machen, werden wir das jetzt auf eine virtuelle Nulllinie legen. Das kann man relativ einfach machen, indem man hier einen relativen Level eingibt und den ablegt. Und jetzt habe ich hier 0 dB. Jetzt werden wir noch die Resolution, die Resolution noch ein bisschen erhöhen. Und wir sehen hier, wir sind jetzt auf 0 dB. Und jetzt alle Kabel, die wir jetzt dazwischen schalten, werden zu dieser Referenz gemessen. In einem ersten Schritt werde ich nun das Superflex dazwischen schalten und sehen, was hier abgelesen werden kann. So, jetzt haben wir das Superflex dazwischen geschaltet. Wir haben auf einen Meter Superflex bei 10 GHz eine Einfügung der Dämpfung von 0,74 dB. Das sollten wir uns mal notieren und dann vergleichen mit dem nächsten Kabel. Das nächste Kabel ist ein H155. Okay, jetzt haben wir das H155 dazwischen geschaltet. So riesig ist der Unterschied dann auch wieder nicht. Also 0,8 und vorher irgendwie 0,7, also das hält sich wirklich in Grenzen. Also der Unterschied, für wenigstens für 10 GHz, also vielleicht bei 18 oder noch mehr GHz, würde sich dieser Unterschied natürlich viel mehr bemerkbar machen. Aber ich würde mal sagen, bei 10 GHz muss man sich schon überlegen, wie viel Geld man für einen Kabel ausgibt. Und jetzt noch ein ganz fieser Test. Mit einem BNC-Kabel, BNC-Stecker, RG58, und wir werden mal sehen, wie das in diesem Vergleich aussieht. Ja, jetzt ist ein RG58-Kabel mit BNC-Stecker dazwischen geschaltet und da sieht man jetzt doch Unterschiede. Obwohl dieses Kabel nur 50 cm ist, also nur die halbe Länge der vorhin verglichenen Kabel hat, haben wir doch einen Verlust von minus 2 dB gegenüber 0, dBs beim vorherigen Vergleich. Also zusammenfassend kann man sagen, wenn man im Bereich von irgendwie 3, 4 GHz ist, ist ein H155 Kabel durchaus einem Superflex 104, welches ich hier habe, in fast ebenbürtig, und vermutlich ist das Preis-Leistungs-Verhältnis dann nicht gegeben, also da muss man sich schon ein bisschen überlegen. Aber natürlich
ab 10 GHz, 15 GHz wird dann der Superflex den Unterschied deutlicher machen. Im Moment ist der Unterschied eigentlich relativ gering. Aber okay, das war das Ziel dieses Vergleiches, um Ihnen aufzuzeigen, wie sich die verschiedenen Kabel bezüglich Dämpfung im höheren Gigahertz-Bereich bewegen. Ich werde denselben Test nochmals machen, genauer, weil im Moment sind die Einflüsse des Signalgenerators und des Frequenzvervielfachers natürlich, also dieser 10 GHz, nicht mit einbezogen. Also dieser Fehler fließt mit ein, obwohl ich hier nur eine einzige Frequenz jetzt getestet habe. Das wird sich der Fehler in Grenzen halten, aber trotzdem, die richtige Messung kann man nur machen, wenn man zwei Sensoren einsetzt, den ersten als Vergleich oder Referenz und den zweiten dann als das Resultat der Dämpfung. Das kann ich vielleicht im Verlauf dieser Woche nochmal machen als Vergleich. Interessant dann zu sehen, was da herauskommt. Schönen Dank für diesen Blick ins Labor und bis bald.